Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich freue mich mega, dass du heute hier bist. Wir wollen uns heute unseren Glücksplaneten anschauen, Jupiter. Er wird im Englischen auch der Great Benefic, also der große Wohltäter genannt. Und das ist ja eine unglaublich wichtige Position in unserem Horoskop, weil wir uns dort erweitern und weil wir dort Glück und Hoffnung und Optimismus finden und wir uns da auf jeden Fall viel mehr reinlehnen dürfen. Er ist wie so ein Verstärker und deshalb ist es der ideale Ort für Visionen und große Träume. Er bläht sozusagen die Zielscheibe auf und deswegen ist es auch leichter zu treffen. Auf ganz natürliche Art und Weise haben wir hier einfach mehr Glück und mehr Möglichkeiten, die auf uns zukommen. Das heißt, in diesem Lebensbereich laufen die Dinge einfach. Also Glück kommt einfach, du musst nicht wirklich dafür arbeiten oder hustlen und das ist natürlich auf der einen Seite wunderschön, aber wenn wir uns das nicht wirklich bewusst sind, dann werden wir vielleicht eher sogar faul in diesem Lebensbereich, weil der läuft halt einfach immer so mit. Also es ist wichtig, sich seine Jupiter-Position wirklich bewusst zu machen, weil nur dann können wir sie auch aktiv nutzen und dieses Glück eben noch größer werden lassen. Er bringt persönlichen und professionellen Erfolg. Wenn wir uns die drei aktiven Planeten anschauen, dann ist Sonne und Mars auf jeden Fall um einiges harscher. Also Jupiter ist die nobelste und höchste Ausdrucksform von dieser aktiven Macherenergie, die in uns steckt. Er steht auch für Philosophie, für Werte, für Ethik, für Moral, für Spiritualität und Religionen und unsere Weltanschauung. Das heißt, er beeinflusst unsere Ansichten und unsere Perspektive und dadurch auch unsere Aktionen. Wenn du ihm erlaubst, deinem Leben eine tiefere Bedeutung zu geben, dann wird es dein Bewusstsein automatisch erweitern und wie so ein Ripple-Effekt auch das Bewusstsein von den anderen um dich herum. Es ist ja auch meistens so, dass wenn wir einen Sinn oder irgendeine Mission oder so in unserem Leben verfolgen, dass es viel unwahrscheinlicher ist, dass wir in so negative Gedankenmuster reinfallen, dass wir depressiv werden, weil ja, wir haben halt eine Mission, es gibt was zu tun, wir wollen was erreichen. Also ich möchte dich wirklich ermutigen, auch dich in diese Position reinzulehnen, dort deine Grenzen zu pushen, weil wenn du da wirklich Energie reingibst, dann wird das Universum das vervielfachen. Es ist ja auch so ein bisschen der natürliche Flow, dass wenn ich mich ausdehne, sich auch die Dinge um mich herum ausdehnen, wie oben, so unten, wie im Kleinen, so im Großen. Es gibt natürlich auch eine Schattenseite bei Jupiter, denn zu viel Ausdehnung kann auch wirklich einfach zu viel Ausdehnung sein, zu viel des Guten, too much. Aber meistens ist es tatsächlich erstmal eher so, dass wir den nicht nutzen, weil wir uns nicht bewusst sind und dass wir ihn eigentlich erstmal aktivieren sollten, damit sich diese ganzen Sachen entfalten können und dann dürfen wir aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Wir finden uns ja alle auch immer wieder in diesen Situationen wieder, wo nichts richtig mitläuft, wo wir irgendwie einfach depressiv sind, uns kacke fühlen und irgendwie gar nichts geht. Das sind die Momente, in denen es wirklich gut ist, dich mit deinem Jupiter zu verbinden. Ja, der kann dich da rausholen, der kann dich so upliften und weit hinaustragen. Und es kommt natürlich immer darauf an, wie dein Horoskop gestaltet ist. Ja? Also mir ist ganz wichtig hier zu sagen, das kann nur ein allgemeines Video sein. Ja? Ich kann deine persönliche Jupiter-Position nicht genau analysieren, weil dafür müsste ich dein ganzes Horoskop sehen. Also wie ist Jupiter aspektiert? Mit welchen Planeten steht der im Kontakt? Ist er in seiner Erhöhung oder ist er in seinem Fall? Wie wird er beeinflusst von Sonne, Mond und einem Aszendenten? Also bitte sei dir bewusst, dass es nur ein allgemeines Video über Jupiter in einem bestimmten Tierkreiszeichen. Alle anderen Dinge kann ich hier nicht mit einbeziehen. Jupiter ist auch der erste Planet, der sich etwas langsamer bewegt. Ja, also wir hatten ja bis jetzt Merkur, Mars, Venus, das sind alles Planeten, die relativ schnell ihre Position, also das Tierkreiszeichen, wechseln. Jupiter bleibt ein Jahr lang in einem Zeichen. Das heißt, hier ist auch besonders wichtig, sich deine Häuserposition anzuschauen. Also wo sitzt Jupiter? Und wenn du jetzt noch gar nicht weißt, wo Jupiter sitzt und auch gar keinen Plan hast von Häuser oder sonst irgendwas, dann empfehle ich dir doch mal in meiner Astro Masterclass vorbeizuschauen. Die ist komplett for free und ich packe dir unten den Link rein. Da gibt es 11 Videos mit 2 Stunden richtig juicy Content und danach wirst du auf jeden Fall all diese Worte verstehen, die ich gerade gesagt habe. Du wirst wissen, wo deine ganzen Planeten stehen und ja, einfach anfangen können, wirklich dein Horoskop zu deuten.
Ansonsten gibt es auch einen fortgeschrittenen Kurs. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich doch gerne für meinen Newsletter an, schau auf meiner Webseite vorbei. Auch dazu findest du den Link unten und hinterlass gerne diesem Video ein Like und einen Kommentar und meinem Kanal ein Abo, weil dann kann ich die Astrologie noch mit mehr Leuten teilen und weiterhin diese Gratis-Videos für dich machen. Okay, aber jetzt lass uns einsteigen in deine Jupiter-Position. Wassermann gehört ja zu den Luftzeichen und in allen Luftzeichen geht es gar nicht so sehr um materielle Dinge, sondern es geht um den Intellekt, um Gedanken und Informationen. Umso mehr Wissen wir haben, umso klarer können wir sehen und umso neutraler können wir sein und umso weiter können wir auch wachsen. Und dieser Jupiter in Wassermann, der gibt dir einfach so ein ganz natürliches Bewusstsein und Verständnis für Systeme, für universelle Wahrheiten und Weisheiten. Für diese Ideen und Prinzipien, die unser System und unsere Welt beeinflussen. Für dich ist Freiheit das allerwertvollste Gut und es bezieht sich vor allem auf unsere Träume, auf unsere Visionen, auf unsere Gedanken. Der Wassermann wird ja auch so dargestellt mit diesem Krug aus Wasser, ja, dieses reinigende Wasser. Dein Wissen ergießt sich auf die Welt und lässt einfach alles Alte wegfließen, ja, wegspülen. Es durchbricht diese maroden Strukturen und bringt eben Neuerung. Und das ist genau nach was du strebst, ja, eine erneuerte, verbesserte Gesellschaft. Ein System, wo niemand zurückgelassen wird. Freiheit für alle und nicht nur für ein paar. Du kämpfst einfach für ein soziales Bewusstsein, was Gerechtigkeit bringt und am besten noch die Menschheit davon abhält, sich selbst zu zerstören. Für dich ist es wirklich unglaublich wichtig, dass du eine humanistische und inspirierende Mission verfolgst. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist in irgendeinem kapitalistischen oder imperialistischen System stecken zu bleiben und für irgendwelche Leute auch noch am besten deine Energie dafür aufzugeben. Also nein, da bist du gar nicht gut aufgehoben. Deine Erweiterung, deine Fülle, dein Reichtum und dein Glück entsteht durch Altruismus. Und das Schöne ist einfach, dass es dich unglaublich sozial macht. Ja? Und sowieso, du hast so viel Wissen und so viel Information, du bist so inspirierend und so frei, dass ja, man sich einfach extrem gerne mit dir umgibt. Du bist auch auf so eine ja, witzige und ganz einzigartige Art und Weise mitreißend und unterhaltend. Und was du erkennst, diese hohe Perspektive, wie Systeme sind, ja, dieses Wissen kannst du einfach auch wunderbar mit anderen Menschen teilen und diskutieren. Da du eben auch so sozial bist und deine Interessen so weit gefächert, hast du auch meistens einen sehr, sehr großen Freundeskreis oder verschiedene Freundeskreise, viele Bekanntenkreise, viel Vitamin B, ja, Connections überall hier und da und auch oftmals so einen extrem gemischten, bunten Freundeskreis, in dem alle Gesellschaftsschichten zusammenkommen und jeder da sein darf. Du selbst stehst ja auch für die gelebte Individualität und lässt dich nicht wirklich beschneiden. Also man kann dich nicht wirklich unterdrücken, du würdest immer für dein Recht aufstehen. Wassermann ist auch bekannt dafür, einfach so ein bisschen weird und ein bisschen anders zu sein. Und das sind auch so ein bisschen die Menschen, die du anziehst. Also dein Freundeskreis besteht meistens aus irgendwelchen Revolutionären, aus Musen, aus Künstlern, aus Kreativen, aus Umdenkern, Erfindern, Vorreitern und Rebellierenden. Also du fühlst dich besonders wohl zwischen Leuten, die auch ihre Exzentrik und ihre Einzigartigkeit frei ausleben. Und wenn du dich wirklich in diesen Jupiter reingibst und im Raum gibst, dann wirst du immer an der Spitze von der Veränderung stehen. Du wirst sie immer mit antreiben. Wenn man sich die Themen anschaut, die von Wassermann vertreten sind, dann sind das Internet, soziale Medien, ja, jegliche Form von Wissenschaft, die uns vorantreiben. Es ist Krypto, all diese Dinge, die das Potenzial haben, unser System nachhaltig zu verändern, sei es im Guten oder im Schlechten. Also an dieser pulsierenden Forefront, da bist du dabei. Du strahlst am allermeisten, wenn du von Umdenkern umgeben bist und eben gemeinsam in der Gemeinschaft, ja durch die Masse etwas verändert und diesen Fortschritt vorantreiben könnt. Du bist auch niemand, der sich unterdrücken lässt, ja, viva la revolution. Also das ist auf der einen Seite was total Gutes, weil du dich immer erheben wirst gegen Ungerechtigkeit, gegen irgendwelche Systeme und Strukturen, die nicht
für alle Gleichberechtigung wollen. Also aktuell haben wir ja ganz viel Gender oder LGBTQ+ und so weiter. Also das sind alles so Themen, wo du dich einsetzt für Menschen, die eben nicht die gleichen Rechte haben, die vielleicht unterdrückt sind und benachteiligt sind. Also das ist was in dir Wut aufbringt und wo du dich immer erheben wirst. Und da hast du auch kein Problem, dann mal irgendwelche Regeln zu brechen oder irgendwie gegen das Gesetz zu verstoßen und sonstiges. Aber da muss man eben auch ein bisschen aufpassen. Ja? Also du musst eine Balance finden, dass du nicht zu extrem bist und nicht zu rebellisch, ja, weil es kann auch fanatisch werden. Also du willst dich ja auf gar keinen Fall in irgendwelchem manischen Idealismus verlieren, weil das ist eigentlich total gegen den Sinn von Jupiter in Wassermann. Alle Luftzeichen sind ja hauptsächlich im Intellekt unterwegs, ja, hier oben und in der Kommunikation, und dadurch ist es aber auch wirklich sehr, sehr wichtig, dass du drauf achtest, dass du nicht nur große Reden schwingst, sondern dass auf deine Worte auch immer Taten folgen. Ja? Man verliert sich schnell in Ideen, ohne sie jemals umzusetzen. Also ja, versuch da die Balance zu finden und nicht nur in dieser grandiosen Zukunftsidee irgendwie unterwegs zu sein, sondern die auch wirklich praktikabel und realistisch in die aktuelle materielle Welt, in der wir nun mal sind, in dieser Realität sie reinzubringen und umzusetzen. Wassermann ist auch dafür bekannt, etwas unnahbar zu sein und nicht so einen guten Kontakt zu den Gefühlen zu haben. Und Jupiter verstärkt es natürlich nochmal. Und oftmals wird das als etwas Negatives gesehen, aber es hat auch seinen Grund, weil jemand, der Revolution antreibt, der kann sich nicht von Überemotionalität aufhalten lassen. Du hast eine unglaublich gebende Natur und du möchtest, dass Menschen gleichberechtigt sind und du möchtest dafür kämpfen. Man muss auf eine Art und Weise distanziert von seinen Gefühlen und Emotionen sein, wenn man in solchen Bereichen unterwegs ist, weil Revolution kommt nie auch ohne Opfer. Du weißt ganz genau, dass du am Ende des Tages nicht jeden retten kannst, auch wenn du das versuchst. Irgendjemand bleibt immer auf der Strecke. Deshalb ist es auf der einen Seite auch wirklich gesund, dass du nicht so sensibel bist und eben überemotional und dich dann nicht verlierst und reinsteigerst. Aber es kann eben auch zu stark werden, ja. Also Balance zwischen dem ja sehr rationalen, idealistischen und dann aber auch wieder zurück in die Verbindung mit deinen Gefühlen zwischendrin. Aber seh das auf jeden Fall als Stärke. Wenn Leute das an dir kritisieren, versuch das als Stärke zu sehen, weil du lässt dich nicht aufhalten und nicht zurückhalten, weil eben diese Distanz da ist. Und das ist wichtig. Wir brauchen Menschen wie dich. Jupiter in Wassermann hat wirklich die Macht, diese alten Ketten zu durchbrechen, uns nach vorne zu bringen, neue Ideen und Philosophien in diese Welt hineinzupflanzen. Deine Superpower ist einfach dieser Zugang zum kollektiven Bewusstsein, von dem du aus einfach erkennen kannst, was wichtig ist und welche Veränderung wir brauchen. Und den Zugang dazu und die größte Fülle und Ausdehnung und Glück findest du eben dadurch, dass du deine eigene Freiheit lebst, dass du dich nicht unterdrücken lässt, dass du deine Individualität auslebst. Bitte, 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 hör niemals auf, außerhalb der Box zu denken, denn das ist deine allergrößte Gabe. Du bist der Held oder die Heldin der ach so wichtigen sozialen Veränderungen, die diese Welt unbedingt braucht. Und wenn du dem Ruf folgst, dann kommt Glück und Fülle und Hoffnung ganz von allein. Das war's jetzt auch schon mit dem Jupiter-Video und ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und vielleicht konnte ich dich ja inspirieren, dich noch mehr in diese Energie reinzulehnen und wirklich zu schauen, so welche Visionen habe ich da und welche Träume kann ich dort verfolgen, weil natürlich haben wir in allen Lebensbereichen irgendwelche Träume und Visionen und Ziele, aber wenn du dich auf Jupiter konzentrierst, dann wird das Universum dich einfach besonders schnell dorthin tragen, weil es ist wie so ein Shortcut zum Glück. Wenn du in deinen Jupiter vertraust, dann wird das Leben einfach ein Ticken leichter. Ansonsten, wie vorhin schon erwähnt, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du dieses Video liken würdest und einen Kommentar hinterlassen würdest, deine Erfahrungen mit Jupiter mit mir teilst und natürlich den Kanal abonnierst. Wenn du mehr über die Astrologie wissen willst, vergiss nicht, die Free Masterclass, den Link findest du unten, oder meinen großen Kurs Der Himmel in dir. Gerne den Newsletter abonnieren, dann weißt du, wann es das nächste Mal losgeht. Ansonsten pass einfach auf dich auf, von Herzen das Beste. Namaste.